wurde die Zürich-Metzgete vor genau 100 Jahren. Sie war zwischenzeitlich eine der wichtigsten Eintagsklassiker im Weltcup-Kalender. Zürich-Metzgete habe ich gute Erinnerungen, weil es eine lange Flucht war. Für mich sowieso, ein Strassenrennen gewinnen, ist für mich etwas Extras. Und wenn es noch Zürich-Metzgete ist, sowieso. Die Dopingproblematik hat der Zürich-Metzgete den Todesstoß versetzt. Und die Sponsoren haben die fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Der Radfahrerverein Zürich hat das aufgenommen und gesagt, jetzt machen wir weiter auf der Basis von Volkssport. Wir sind mit 5 Fahrern an den Start gekommen, um die Zürich-Metzge zu fahren. Wir sind gut ins Ziel gekommen, ohne Sturz. Ich bin gut durchgekommen, habe auch nicht versucht, gerade immer zuvorderst im Gemetzel dabei zu sein. Ich bin schon ein Rennen gefahren und war darum ein bisschen müde gewesen heute. Im Aufstieg hat er Cyril angegriffen und dann sind wir zum zweiten Weg gefahren. Dann im Spurt konnte ich zum Glück von hinten fahren und dann konnte ich gewinnen. Ja, ja, es war super. Es ist vor allem super, wir hatten super Wetter und es macht immer Spass. Ich habe es auch schon im Regen gemacht und es ist mir eigentlich gut gelaufen. Es war ein Herzrennen. Ich musste viel fahren, ich musste aufholen, das ganze Feld. Ich bin hinter dem Feld gestartet und ja, ich habe recht hart fahren. Und nächstes Jahr bist du auch wieder dabei? Ja, sicher. Ja.